Hallo, ich bin Philipp, das ist Digi-Fernunterricht. Ich habe kurze Pause gemacht über das verlängerte Wochenende. Jetzt bin ich wieder hier mit Folge 71. Es geht um die Frage von Lehramt und Digi-Fernunterricht. Ich habe heute als Dozent für Deutschdidaktik, die ich an der Uni Zürich bin, das Studienseminar, so sagt man in Deutschland. Es ist einfach der Kurs Fachdidaktik 1, heißt es in der Schweiz. Diesen Kurs dieses Semester habe ich abgeschlossen. An den Schweizer Universitäten hat die Umstellung von Präsenz zu Digitallehre sehr abrupt stattgefunden. Also wir haben von der einen Woche zur nächsten haben wir diesen Wechsel durchgeführt und es gab keine Vorbereitungszeit. Aber die Voraussetzungen waren auch schon ziemlich gut, kann man sagen. Also die Uni hat schon viele Tools bereitgestellt, um wirklich auch Videokonferenzen durchzuführen. Und ich habe das Seminar dann bis auf eine Ausnahme jeden Montagmorgen als Videokonferenz durchgeführt und möchte ausgehend von diesen Erfahrungen ein bisschen über die Situation von Lehramtsstudierenden nachdenken oder von Referendarinnen, Referendaren in dieser Situation des Fernunterrichts. Beginnen möchte ich vielleicht damit, dass diese Unterrichtspraxis sehr schwer zugänglich ist im Moment. Das heißt, wenn es darum geht, wirklich so Hygienekonzepte zu erstellen, die Gruppen klein zu halten, sinnvollen Unterricht vielleicht auch anzubieten, dann fallen all die Gelegenheiten für Unterrichtsbesuche, für Prüfungssituationen von Studierenden, für eigene Unterrichtserfahrungen, die werden viel schwieriger. Daran denkt auch niemand zuerst. Es geht um die Schülerinnen und Schüler, es geht um die Lehrkräfte. Und dass es da noch eine ganze Ausbildung daneben gibt, das wird oft an Schulen ja halt nicht prioritär behandelt, was auch völlig verständlich ist. Und das hat jetzt natürlich dazu geführt, dass meine Studierenden nicht erste Unterrichtserfahrungen sammeln konnten, dass sie auch teilweise Mühe haben, diese Praktika so zu organisieren, dass sie diese Erfahrungen zeitnah sammeln können, weil auch noch völlig unklar ist, wie das nächste Semester aussieht. Jetzt in Bezug auf dieses Semester habe ich mit Ihnen heute auch eine Auswertung gemacht. Ich kann sagen, dass wir recht gut eigentlich da reingekommen sind. Ich fand den Wechsel von den Präsenzsetting, wo man auch gut über Unsicherheiten sprechen kann, wo man Dinge entwickeln kann, zusammen mit den Studierenden. Das fand ich schwierig, das auch dann digital abzubilden. Das hat sich auch im Feedback etwas gezeigt. Ich zeige zuerst das, was Ihnen jetzt gefehlt hat. Das sind ein paar Rückmeldungen. Ich habe nicht alle ausgewählt, sondern einfach drei ausgesucht. Also diese Unterrichtserfahrung, die fehlt, das ist sicher auch das, worauf sich viele gefreut haben, dass es jetzt wirklich losgeht und es so dieser Teil des Studiums, wo man sich zuerst informieren muss, wo man recht frontal auch unterrichtet wird, sich einliest, dass dann jetzt diese praktische Ausbildungsphase kommt und die ist jetzt nicht gekommen. Wir haben über Unterricht gesprochen, Sie konnten auch in Videocalls mit Klassen zusehen, aber wirklich so das zu spüren, anwesend zu sein, das Classroom-Management zu betreiben, das war alles halt so nicht möglich. Und dann der zweite Punkt ist der, bei dem ich auch denke, dass er an Schulen der entscheidende ist, dass was im Fernunterricht nicht passieren kann, sind diese informellen Gelegenheiten ins Gespräch zu kommen. Studierende vernetzen sich oft, sie unterstützen sich gegenseitig, geben sich Tipps, erzählen von ihren Erfahrungen, bilden auch Lerngruppen, treffen sich fürs Mittagessen. All diese Dinge, die konnten jetzt so nicht stattfinden. Es war viel, viel schwieriger. Und auch dieses informelle, der Austausch mit mir, vielleicht auch gewisse lustige Gespräche, Anlässe, dass ich so vielleicht was Praktisches kurz teile, dass Sie auch einfach mal kurz eine Frage stellen können, die jetzt nicht unter den Bedingungen stattfindet, ich muss eine Mail beantworten oder ich muss mit Ihnen Videocall durchführen, sondern ich bin schon da, Sie können kurz was fragen, weil es ist klar, das ist meine Zeit, die ich für Sie investiere und es ist auch Ihre Zeit, die Sie da verbringen. Das alles hat jetzt gefehlt und das hat sicher dieses Semester viel, viel schwieriger gemacht. Was Sie gut gefunden haben, ist zu lernen, wie diese Tools funktionieren. Ich versuche das auch im Präsenzunterricht eine Reihe zu machen, in denen man Tools kennenlernen kann. Also hier wird Mentimeter erwähnt, dieses Feedback haben wir mit Socrative gemacht. Ich versuche
paar Punkte auch deutlich zu machen. Und wir haben sicher auch Erfahrung gesammelt, wie man eine Gesprächsrunde online leiten kann. Eine Studentin hat gerade letzte Woche noch hospitiert in einer meiner Deutschklassen und sie hat dann bemerkt, dass ich ganz oft auditives Feedback gebe, also dass ich sowas mache wie ja und wenn Schülerinnen und Schüler sprechen, das war mir selber gar nicht so bewusst und der Grund, weshalb ich das mache, ist wohl der, dass die Schülerinnen und Schüler merken, ich höre noch zu, was sie sonst tatsächlich auch sehen würden. Weshalb jetzt meine Kamera so blau geworden ist, ja, jetzt ist sie wieder besser, offenbar eine Wolke oder sowas. Gut, also wie macht man so eine Gesprächsrunde? Und das war auch so, dass in unserem Seminar an der Uni zuerst viel Stille da war, viel auch nicht so gelaufen ist. Ich fand es auch sehr anstrengend. Ich habe viel, viel mehr vorbereitet, weil ich den Eindruck hatte, ich muss wissen, wie diese 2 Stunden verlaufen. Und sonst agiere ich viel agiler, in dem Sinne, dass sich Dinge entwickeln, dass Fragestellungen der Studierenden auch bestimmen, wo so unser Unterricht hingeht. Das war hier jetzt nicht möglich. Es war auch etwas weniger dialogisch, weil sonst diese Unterrichtssequenzen eigentlich Lerngelegenheiten sind, die wir dann wieder reflektieren. Und diese Reflexion, diese Gespräche, dieses Agile, das hat sich in diesem Semester ganz stark gefehlt. Aber, und das vielleicht der gute Schlusspunkt, wir haben gemerkt, weil wir gar nicht viel Vorbereitungszeit hatten, dass wir auch agil online sein können, dass Dinge nicht funktionieren. Also einmal war ich in der Sitzung drin und bin aus dieser Zoom Session rausgeflogen, musste mich erst wieder einloggen, musste Computer runterfahren und die haben dann einfach weitergeredet. Ich habe auch mit Tools gearbeitet, bei denen dann der Login nicht bei allen geklappt hat. Und das Gefühl zu haben, das muss auch technisch nicht alles von vorne bis hinten geplant sein. Es gibt auch Lerngelegenheiten, wenn Dinge nicht funktionieren. Ich denke, das war jetzt auch sehr wertvoll und das macht auch Mut, diesen Online-Unterricht weiterzuführen. Zum Schluss vielleicht noch der Gedanke, worüber wir heute auch gesprochen haben. Ist es jetzt etwas, was in 10 Jahren sicher wiederkommt, dass man sagen muss, okay, die Gefahrenunterricht, das gehört jetzt in dieses Lehramtsstudium mit dazu. Das müssen alle, die heute eine Ausbildung durchführen, müssen das können. Oder ist das etwas, was so wie ein Spuk war, jetzt im Frühling 2020 oder dann vielleicht noch bis im Herbst oder so, und dann ist irgendwie wieder vorbei und Schulen, das ist wieder Präsenzunterricht, Classroom Management, wie man es kennt. Und so muss dann Unterricht vorgestellt, geplant, gelehrt, gelernt werden. Oder ja, werden so Hybridlösungen die Zukunft sein? Das alles ist sehr, sehr schwer abschätzbar und die Entwicklung hat uns jetzt von einer Geschwindigkeit her überrollt, dass wir nicht sagen können, doch das gehört irgendwie zum Berufsprofil dazu oder halt nicht. Wie immer, danke fürs Zuschauen. Die nächste Folge, die kommt sehr, sehr bald. Ich verabschiede mich.